Hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Es gab eine schreckliche Katastrophe. Die hat damit zu tun auch, dass sie jetzt quasi mitten in Skona Ravine stehen. Und zwar habe ich wohl offenbar, sicherlich aufgrund eines technischen Defektes, bei den aber letzten genau. beiden Folgen nur unsere Pausen aufgenommen und nicht das eigentliche Spiel. Das heißt, es fehlen euch jetzt quasi zwei Folgen, während denen wir hier durch die Skona-Schlucht uns geschlagen haben. Kann ich das kurz nochmal hier auf der Karte andeuten. Also wir sind dann von hier rübergekommen, sind hier entlang gewandert, haben ein paar Mobs geklopft, haben uns dann hier umgeschaut, sind dann runter, dann wieder rauf und sind jetzt quasi in den zwei Folgen bis hier hingekommen. Und da haben wir dann beim letzten Mal hier aufgehört. Das heißt, ihr habt nicht so schrecklich viel verpasst. Nein, wir werden jetzt auch ein bisschen besser kämpfen und dann... Dann machen wir das wieder wett. Ne? Wir kämpfen jetzt einfach doppelt aber, so gut. Ja. Ja, wir sind eigentlich auf der Suche nach Gegnern. Wir haben nämlich ganz überraschend festgestellt, hier gibt es auch Gegner für uns. Ist nicht nur alles tief lila. Und wir sind gerade halt diese Schlucht hier entlang gelaufen. Und dann laufen wir einfach mal weiter, ne? Ja, und versuchen mal nicht da reinzustürzen. Obwohl das für Brause manchmal ein bisschen schwer ist. Solche Gefahren. Ja, solche großen bei Gefahren auszuweichen. Ist das hier vorne auch schon eine große Schlucht. Ja. Muss immer aufpassen. Ah, ein Mob. Lila. Ich vermute mal, wenn der lila ist, ist hier auch hinten alles lila. Tja. Jetzt sind wir ja wieder fast da, wo wir beim letzten Mal entlang gelaufen sind. Dann müssten das hier, genau, das sind wieder die Worge. Da klopfen wir die nochmal eben kurz. Das fehlt uns ja sowieso. Du bist auch da, sehr schön. Ein Fork in Ehren kann niemand verwehren. Warum haust du das hier nicht vernünftig zu? Stirb, du Biest, stirb! Ach, ich vertraue dich davor, vertraue da voll auf dich und setz mich schon mal hin. Och, da kommen ja plötzlich Frösche. Oh, Frösche? Aber Li. Ah ja, ich erinnere mich, genau, der war neutral. Der tut nichts, der will nur spielen. Ah. Dann ist da hinten noch so ein. So ein Wicht, ne? So ein Puck. Ja. Aber machen wir besser erst den Wolf hier vorne. Ja. Können wir ja mal. Was sagt eigentlich dein XP? Also ich habe jetzt 6 Bubbles voll. Müsste bei dir ähnlich aussehen. Ja, 6, 3 Viertel. Sag ich mal. Ja, ziemlich genau wie bei mir dann. Wird auch Zeit, wir sind schon verdammt lange Level 10. Was ist denn, wenn wir hier dann nachher die Schlucht überqueren und weiter nach Norden ziehen? Oder? Laut Karte ist nach Norden kein Durchgang, es geht aber nach Westen weiter. Nach was Westen. Steht da? Warnen Swamp. Ja, aber da laufen wir in die... In die Richtung laufen wir gerade nicht und ich weiß nicht, ob wir auch in diese Richtung laufen sollten. Denn wenn das hier schon alles so hart ist, dann kann es da hinten noch schlimmer werden. Wissen tun wir es nicht, aber erfahren kann man es dann durchaus probieren, ne? Ja. Weil so direkt wissen, wo wir am besten hingehen, wissen wir ja auch nicht. Ne?
Ja, damit hast du natürlich schon recht, aber nach der allgemeinen Logik müsste das da schlimmer, gefährlicher und schrecklicher werden. Vielleicht können wir ja nach einem Level oder sowas nochmal einen Blick in den Dungeon werfen. Ja. Die Tompen umliegen. Och, er hat sich aber schnell auf den Rücken gelegt. Ja, umso besser. Da ist noch ein Borg, die Spinne fassen wir lieber nicht an. Oh, guck mal, wir haben schon wieder ein Bubble mehr. Jetzt fehlen noch drei. Hast du eigentlich wieder World of Tanks gespielt? Kannst du da vielleicht... Nee, ich bin da die letzten Tage nicht zugekommen. Irgendjemand hatte auch einen Kommentar geschrieben, hatte dich irgendwas gefragt. Ich habe aber vergessen, was. Ich sollte mir sowas eigentlich immer aufschreiben, weil während der Aufnahme fällt mir das eh nicht ein. Aber mache ich das? Nö. Nö. Also du willst jetzt wirklich weiter nach Westen, weiter ins Dangerous. Nein, ich folge auch dir, egal wohin du willst und gehst. Also du willst nach Westen, aber du willst, dass ich die Verantwortung übernehme. Dann hat man auch jemanden, auf den man schimpfen kann. Das ist eine alte Weisheit. Ja, ja. Ne? Na gut, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Läuft die Aufnahme? Ja, ich guck nochmal extra nach. Ja, das Ding hier dreht sich. Was ist denn das hier mit... Ach, das ist wahrscheinlich nichts Besonderes, dieser Zetkona Stone Dingsbumskreis, wa? Hier, ich hab jetzt keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, so etwas östlich von uns ist Stonehenge für Anfänger, doch, oder da, sowas. Da waren wir auch in einer der letzten Folge. Oh, das ist das kleine Hügelchen mit den... Ah ja, da kannst du auch sehen von hier aus. Stonehenge für Anfänger. Richtig. Also gib die Schlachtzahl an und ja, nach Westen und Marsch. Da noch der ein oder andere Wolf, der uns hier über die Füße laufen könnte. Ach guck, der ist sogar orange, ja, den machen wir auch noch. Dem tue ich auch noch zwei Schaden zufügen. Fällt mir ein, es wäre glaube ich gut, wenn ich deinen Damage Add runternehme. Da ich sowieso meinen laufen lasse. Und der stärker ist. Ja, warte. Hab alles schon organisiert. Kannst du mir den dann auch geben, oder? Ja, der läuft jetzt für die ganze Gruppe. Den müsstest du eigentlich auch bei dir sehen, wenn du dir nicht selber den gegeben hast. Das eine, der blinkt, der ist das. Ich habe nur einen, der blinkt. Ja, der ist das. Chant of Fight, oder? Heißt er so? Ja, Chant of the Fight. Ja. Ist der richtige. Gott. Kannst du mir vielleicht noch einen Heal schmeißen? Ich habe relativ wenig Trefferpunkte. Ja, oh, dann werde ich mal noch. Ich danke dir. Und dann können wir auch schon weiter. Dann umgehen wir jetzt einfach die Schlucht. Da ist wieder so ein Pöckskin. Pöckskin ist... Wo ist denn der Brause? Der rennt hier. Oh. Hier. Hey, du rennst nicht weg. Du bist so klein, ich hab dich da im Gesträuch gar nicht gesehen. Ja, ich bin da so ein bisschen im Gras verschwunden. Ich könnte, wenn ich schneller laufen könnte, sogar unter dem Frosch runterherlaufen. Ja, jetzt sind wir aber auf dem Weg nach Norden, ne? Ja, also am nördlichen Rand. Ja, ich glaube, da über diese Felskante können wir nicht hinweghuschen. Nee, das ist das Ende der Welt.
Oh, hier unten steht einer. Oh, Werwolf, Agro-Lila und so weiter. Und Winterbaum auch. Weg. Oh, habe ich gerade. In letzter Sekunde. Hat er uns gesehen, oder? Hat uns nicht gesehen. Vielleicht sollten wir dann weiter in die Schlucht gehen oder zur Schlucht rüber gehen. Ach, da haben sie auch überall die Werwölfe postiert. Also in die Schlucht konnten wir nicht reingehen, ne? Oder? Ja, sicher können wir in die Schlucht reingehen. Ja, aber kommen wir mal auf der anderen Seite da wieder irgendwo hoch, oder? Ne, die geht ja runter in das Tal bis zum See. Ah ja, gut, dann sag ich mal vielleicht... Da sind aber auch Viecher. Oh, runter, aber wir könnten ja vielleicht hier direkt... Wir haben übrigens in der letzten Folge haben wir in Westskona gebunden, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, sollten wir sterben, müssen wir nicht ganz so weit laufen. Ach, boah, kann der Kleine hier runterrennen, doch. Das war ja... Kommt man hier eigentlich an den Seiten dann auch wieder hoch, oder? Das ja, glaube ich... Nee, doch nicht. Nein. Doch? Nee, doch? Weiß ich nicht. Kann ich dich da unten noch sehen? Nee, warte mal. Nee, doch, nee, weiß ich nicht. Ich sehe dich, aber du kommst da angeflogen. Ja, ich war schon fast oben. Hey, aber da brauchen wir nicht. Wir wollen ja jetzt das alte deutsche Lied singen. Jetzt fahren wir über den See. Auf einer hölzernen Wurzel. Genau. Glaubst du, da sind nicht so viele Feinde? Ich glaube, ich gehe mal um die Büsche rum, nicht dass auf einmal mitten im Gebüsch irgendein kantiger Kerl steht. Alles sicher. Keine Sorge. Ah, da sind Timberkatzen, die... Aber neutral, nicht aggro. Ist das da eine Weide? Ist ja interessant. Aber der Wolverine da, der ist aggro. Rausig sagt er, das ist eine ganz miese Idee, die wir haben. Ganz mies. Das ist irgendwie Gebiet bestimmt für Level 40er oder 50er oder so. Wahrscheinlich steht es auch irgendwo in der Kartenbeschreibung, wenn ich nachgucken würde. 30 bis 40 oder sowas. Ah, das ist der Dungeon. Und außen 20 bis 30. Also auch egal, weil selbst 15 ist ja schon außerhalb unserer Möglichkeiten. Guck mal, was da im See schwimmt. Ein Orm. Ein Orm, das ist ein Wurm, dem vorne das W weggeknabbert wurde. Vielleicht ist er schon mit so Knallharten wie uns in Kontakt gekommen. Ja. Da hat es dem Wurm das Weh gekostet. Ich mache nochmal die Zonenbeschreibung an, damit ich gleich sehe, was da für die nächste Zone Lustiges steht. Da ist noch so ein... Das ist übrigens ein Small Black Worm, ne? Der da vorne. Die gibt's auch in groß. Aha. Und ein Mudcrab. Selbst die Krabbe ist aggressiv. Ja. Lass mich mal auf die große Karte gucken. Bleib mal eine Sekunde stehen. Ich kann ich das bin nicht hier schon Level 30 bis 45 haben wir hier. Sind wir schon im Ausland? Oh ja, oder? Ja, sind tatsächlich. Wir. Ich sehe auch keine Pferderouten mehr. Ja. Und keine, also das sieht für mich nicht aus wie Städte, als könnte man da hier Jotun Camp, also das ist nicht gut für uns. Ich guck mir mal eben Midgard komplett an, aber da ist auch nichts in der Ecke. Wir sind also, wir haben uns da in so eine Ecke reingewirtschaftet. Ja, wir müssen quasi, glaube ich, über den großen Teich, der vor uns ist, ne? Ja. Was ist denn da mit Baumark? Wie Baumark. Oder Raumark. Ich guck mal, was Raumark Marek. Raumark 40 bis 50, das ist auch nix.
Ja, vor allem, da müssen wir wieder ganz bis nach Ostsvealand hoch und dann rüber nach Westen. Wo sind wir denn gestartet, in was für ein? Wir sind gestartet in Vale of Mulan. Also. Ja, da muss es doch irgendwas geben, wo auch wir uns auch ein bisschen rumtreiben können. Ja, wahrscheinlich dann wieder nach Mirkwood, beziehungsweise den Anfang von Skona Ravine. Ja gut, wie auch immer, ich mache jetzt mal eben einen Cut und wo wir dann hinlaufen, sehen wir in der nächsten Folge. Und Cut.